Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, wir machen jetzt ein bisschen Berufe, so ein bisschen. Wie kann ich euch Zack, helfen? Leder habe ich hier eh schon gemacht. Jetzt gucken wir nur hier mal ganz kurz. Ich nehme mich mal aus, nicht verfügbar. Geschosswaffen zu machen. Okay, wir werden hier ein bisschen was zusammen basteln. Jetzt gucken wir doch mal. Grüße. 8. Oh, machen wir erstmal das. Mal Salz. Davon noch was in der Bank. So, mit der ist 2 Silber wert und die sind gemeinsam 5 Silber wert. Na, guck an. Haben wir da schon mal ein bisschen Gewinn gemacht. Salz kostet 50, das passt. Und vielleicht kriegen wir ja... Okay, kriegen wir keine Skill zusammen. Okay, auch keinen zweiten. Okay, ein Skillpunkt. Okay. Easy. Dann weiter. Die 4 Schuppen haben wir nicht. Haben wir nix. 4? Okay, 4. 2. Dann kaufen wir davon 2. 2, 1, 3. Stellen wir die mal her. So. Seid vorsichtig. Dann. Was führt euch hierher? Ganz gerne noch. Ist dann schon der schwere Köcher. Mögen die Vorfahren. Was führt euch hierher? So. Dunkler Ledergurt. Ist besser. Dafür brauchen wir einen Feinledergurt. Oh. Shit. Lange Schwanzfeder, okay. Zehn, okay. 1. Guck mal, 4-mal. Ach nee, 5-mal hätten wir herstellen sollen. Geil, dann machen wir Gewinn mit dem. Oh nee, der graue Farbstoff. Ja doch, wir machen Gewinn. Stellen wir die jetzt einfach mal her. Alles klar. Haben wir noch leichtes Leder in der Bank? 1. So. Beute von Ops 41. 18. Aber wie die Beute? Verstehe ich nicht. Okay. Oh. Okay, weg. Mögen die Vorfahren. Gut. Seid gegrüßt. Schultern. Meine haben Intelligenz. Ja. Wir sehen uns wieder. Geschenkt. Rest hauen wir jetzt in die Bank. Den heiligen Balk. Rest hau ich mal Bank. Alles in die Bank. Jo. Ah, ich habe euch erwartet.
Okay, die kaufe ich. So. Kaufen wir nochmal zwei Pfeile. Wenn wir hier sind, sollen wir dann mal gucken nach... Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Möge die ewige... Zeug's im Auktionshaus. Kann man einfach mal nachgucken. So. Warte mal, kann man hier mal kurz benutzbar Hände? Ich möchte nur mal ganz kurz was nachgucken. Ach doch, da hat mich eine Drecksau geboten. Das ist unser. Ja, das sind die, was wir gefunden haben. So. Gucken wir mal ganz kurz. Verteidigung. Oh. Ja, das ist schon nice. Generell Kopf, Lederzeug, Angriffskraft. Das ist viel nice Zeug tatsächlich dabei. So. Das ist der Bogen. Ja, der ist ein bisschen teuer. Mal bügen. Bogenschützenlangbogen. Ist halt so schnell. Aber Bögen holen wir uns eh in Dungeon. Alles unwichtig. Wir ziehen weiter. Ich hole mal ganz kurz mein Gusti. Das Gusti. So. Ex-Lieferanten, Waffen, Waffen. Brot haben wir hier. Kaufen wir uns mal ganz kurz ein bisschen Brot. Grüße. Geht in Frieden. Und dann auf zur Sonnenkuppe. Schwarzschädelschild. Ungefähr 50 Gold wert. Boah. Friede sei mit euch. Zack, Sonnenfelsen. Sehr gut. Also unser Ziel ist es. Waffenmäßig, ja? Welche Waffen wollen wir denn bekommen? Level 60 Bereich, ja? Hier. So, das. Ja. Und das. Die zwei. Als Einhandwaffen. Warum? Erhöht die Chance, einen kritischen Treffer zu erzielen um 1. Das erhöht zwar die Verteidigung, aber plus 50 Angriffskraft. Ganz gut. Ganz gut. Dann. Dann hätten wir hier in Stratholm bei hier. Da ist er. Wieder. Aber das ist bloß die zweite Wahl der Waffen, ja, die Armbrust. Platz 1 ist. Da ist er. Die da. Ja. Obwohl die schon schnell ist, ist die ist halt einfach besser. Best. Ich weiß es, ist die wirklich. Also, ich muss mal 32,8 zu 30,3. 1,6 zu fast 3, also 2,9. Hat der noch? Erhält den Schuss Frostpfeilen, Frostschaden und ja, Kanonenkugeln, die Feuerschaden. Ist da nicht Hurricane besser als das in Molten Core jetzt zum Beispiel? Das ist jetzt etwas, was ich wirklich mal nachgucken will.
Denn meines Erachtens nach wäre Hurricane besser. Weil es ja quasi Frostschaden macht und nicht Feuerschaden. Why? Ah. Guck mal hier. Also ich sag's mal so grob, ja. Falls ich die Möglichkeit habe, Hurricane zu bekommen, dann nehmen wir Hurricane. Wenn ich den anderen vorher bekommen sollte, ja, dann nehmen wir den anderen. Also ich bin jetzt bei beiden nicht abgeneigt, dass ich sie haben will. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das funktioniert so nicht. So. Oh, wir haben jetzt hier Rang 4. Und wieder einigermaßen leeres Inventory. Das macht uns nicht wirklich schneller, oder? Dieser Trank. Kommt mir zumindest so vor. Nun ja. Fossbart. Ja. Hier werden wir natürlich häuten. Ich meine, die geben wieder Leder. Das ist das, was wir brauchen. Das ist der gute Stoff, das Leder. Selbst das leichte Leder. Da kann ich dann den Gürtel dann basteln. Denn wir wollen ja schließlich zu unserem nächsten Köcher kommen. Und das muss ja alles geskillt werden. Was gibt es sonst keine Köche, außer beim Frostwolf-Clan dann später? Oder von der epischen Jägerquest? Ganz ehrlich sagen muss, daran reiße ich mich nicht. Ich habe es ja einmal gemacht. Ja? Und ich weiß, dass ich ewig für den in Ungoro gebraucht habe. Das müsste der aus Ungoro gewesen sein. Bei der bei The Burning Steps war, glaube ich, relativ einfach. Und einfach meine ich 2 oder 3 Versuche. Was willst du? Zack. Schwein, was ist los mit dir? Jetzt nicht mehr angreifen, Schweinchen. So. Saft haben wir ja schon, den brauchen wir also nicht. Kann ich noch nicht wissen. Hm.
So. Dann machen wir das wieder, rennen wir erst oben, machen oben die Quests fertig. Beim Zurückgehen dann wieder die restlichen Gießsamen. Dich niesen. Einen Augenblick. Guten Tag, da sind wir schon wieder. Ach ja, und Innis wollten wir ja gehen. WFT. Suchen wir einfach Gruppen oder halten Ausschau. So. Das ist zu weit entfernt. Da findet sich, glaube ich, gerade nicht so wirklich was. Heal, looking for Group Ulda. Burg Schattenfang. Ja. LFG, Up-Urbs, L-Urbs, Strat, Heal, please. Oh, bum, 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 bum. Ein Botaniker! Na, ja, nicht für Kral. Wir wollen Kral gehen. Ja, nicht vergessen, Kral. Nicht Black Phantom Deeps. Ich hab mir's gerade gedacht, was will ich denn da drin? Schnell. Kann ich noch nicht wirken. Oh. Den hier noch an. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Szenario Sohn. Stirb. Plump. Zack. Nicht mal XP geben die. Ich bin außer Reichweite. Ah. 3. Ich muss näher ran. Zack. Oh. Oh oh.
natürlich möchte ich sie auch looten. Noch eine. Mag jetzt, wenn ich in so Respawn-Wellen reinkomme. Zack. No problem. Ach, da verschwende ich keinen Pfeil mehr. So, dann nur noch Botaniker und Katzen. Im hinteren Bereich. Ah, da runter wollen wir nicht. Das tue ich mir nett an. Ein Schnurhärchen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Tank für HDB. Tank für HDB. Was ich mir gerade frage, war hier. Oh. Da muss ich mal kurz gucken. Im neuen Schlingerntal, sage ich. Steinkrallengebirge. Gab es da nicht noch irgendwie so einen Ort mit einem Baum, der was hier irgendwie so war? Irgendwie sowas könnte ich mich jetzt gerade erinnern. Schon wieder Aggro. Also Patman müsste da wirklich gucken, dass du ein bisschen besser wirst. Bis jetzt habe ich noch nicht mal reingeskillt, dass ich also mehr Crit-Shows habe und sowas. Naja, werden wir schon hinkriegen, dass unser Pet die Aggro hält. Also ich möchte jetzt wirklich zu einer so einer kein Level-Skillung, sondern dann später auch eine Skillung haben, mit der man dann potenziell auch gut farmen kann. Ja? Und aber auch genügend Schaden macht. Und ich sag mal so, mein Pet ist eigentlich permanent dabei bei mir. Die zwei habe ich für mehrere Schaden. Wenn ich da rein skill, den Rest skill ich ja dann sowieso hier rein. Deswegen zwei, drei Sachen skill ich ja gar nicht mit fürs Pad. Da spare ich mir ja dann Punkte. Also wie viel müsste ich denn hier noch investieren? 3? 8?
dann hätte ich das. Können wir da noch 8 Punkte rein investieren? Wir könnten jetzt nochmal, also wir könnten jetzt noch 18 Punkte rein investieren. Das heißt quasi hier nochmal 5, also 2 hier, 3 da, nochmal 5 und dann hier nochmal 5 für die Raserei. Die 2 will ich nicht. Und dann die restlichen Pünktchen, dann könnte ich den und den skillen zum Beispiel. Bis zu dem werden wir nicht reinbringen. Glaube ich zumindest. So, jetzt gucke ich da mal wieder durch. Hier, die Idee, looking for Group Kral. Da hätten wir die Schnürhärchen. Und dann sage ich hier schon mal ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.